fällt dir ein, was wir sagen am Anfang? Nö. Wisst du nicht? Nö. Ich weiß, was wir sagen. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Lutzer, voll im Stress, windig, ist hier draußen wie Sau, einfach das pfeift. Der Anfang war einfach heute. War gut, ne? Ja. Der war gut, ne? Der einfach. Können wir aufhören? Wollen wir nochmal machen? Hallo. Nee. Gruß der Woche geht heute mal an Rudi. Ja. Weißt du, welchen Rudi ich meine? Klar. Rudi. Rudi Lapön natürlich. Das Auto Rudi. Hallo Rudi. Wir haben wieder gut geschnattert miteinander und freuen uns darauf, dein Auto bald wieder zu sehen. Und sieh mal zu, dass du an so ein Motorrad kommst. Rudi, wir quatschen nochmal. Alles klar. Jo, Feuerwehr hat gesagt, wir sollen mal sagen, dass sie 90 Jahre alt geworden sind. Aber das war schon letztes Jahr übrigens. Ja, aber sie sind ja auch quasi immer noch 90 Jahre alt, auch wenn das schon 91 ist. Genau. 90 sind immer noch da 90. Auch mit drin. Sind immer noch. Sind sie schon 90? Jedenfalls feiern die Freiwillige Feuerwehr Borkheide am 4.9.2021, 4.9. ist der Tag überhaupt in Borkheide, oder? Ja. Und zwar von 15 bis 0 Uhr Feuerwehr zum Anfassen. Wir sind natürlich sicherlich auch da. Wir crashen die Veranstaltung, weil wir werden dafür sorgen, dass es bis 0.01 Uhr geht. Das Leibliche für das leibliche Wohl ist gesorgt, steht hier. Und ab 20 Uhr gibt es Liefe-Musik. Liefe-Musik? Ja, steht da, Liefe-Musik. Mit Join Us. Join Us Ulrike. Wer ist denn das? Join Us Ulrike? Das ist Ulrike bei, tatsächlich. Ja. Drei Männer und eine Frau. Join Us. Feuerwehr zum Anfassen. Viel los. Sicherlich wieder ein Haufen Spaß. Jugendfeuerwehr da. Und Bier gibt's und Bratwurst und. Kann man bestimmt wieder Sachen durch die Gegend werfen. Und uns gibt's auch. Ja, vermutlich. Wir sind auch da. Zum Anfassen. Ich bin ja noch auf der anderen Veranstaltung vorneweg gebucht. Ja, da kommen wir nochmal zu der anderen Veranstaltung. Kommen wir auch nochmal. Wir haben ja voll den Kampfeinsatz schlechthin. Jo, und dann geht's nämlich weiter. Sind wir nämlich schon bei der nächsten Veranstaltung, eigentlich bei der davorigen, weil das läuft ja schon früh los. Und zwar ebenfalls am 4. September ab 10 Uhr auf dem Sportplatz. Da ist Spendenlauf der Schule. Dann ist ja die große Sportplatz-Einweihung. 10.45 Uhr ist Einweihung, Eröffnung, ja. Schulsportplatz. Aber vorher ist der Spendenlauf, da musst du schon eine Dreiviertelstunde mal laufen. Ich? Ja, du. Ich nicht. Ich spende meine Laufzeit irgendwem anders. Ja, Sportfest, Sportabzeichen ab 11 Uhr beim BSV 90. Fußballabzeichen, da hatten wir schon mal, hast du schon rausgekriegt, was das ist. Ob du meine Frau mal fragst, ob die für mich läuft? Das mache ich immer. Anne, läufst du für Matze? Der kann nämlich nicht. Der hat Aua am linken Hacken. Hm. Und rechts auch. Und hinten und oben. Ab 13 Uhr Talentefest in der Schule. Da brauchen wir ja nicht erst hinzugehen. Durch die Schule. Da brauchen wir gar nicht erst hingehen. Na, sicher auch fort. Durch die Schule. Und um 15 Uhr Drachenfest auf dem Sportplatz vom Familienzentrum und mobile Jugendarbeit. Ab 18 Uhr wieder der besondere Abend. Das erste Mal seit 2 Jahren oder was? Auf dem Schulhof übrigens. Lulu Reinhardt kommt wieder mit... Wie heißt sie? Du kannst jetzt nur, wenn du... Ich habe es nicht, das steht hier nicht drauf. Guck mal, hier steht nur Lulu Reinhardt. Ja. Ja, und wie gesagt, das ist alles am 4. September. Das heißt, es geht morgens ab 10 Uhr los und hört erst am nächsten Tag auf. Jeden Tag mal wetten. Sowas wird passieren. Genau. Und weil wir mit Veranstaltungen noch nicht genug eingedeckt waren dieses Jahr, wen rufst du denn jetzt an? Mein Telefon klingelt. Nein, ich kriege jetzt den Rückruf wegen Rudi. Alles gut. Weil wir noch nicht genug hatten dieses Jahr, geht es nämlich gleich weiter. Warte, Nico, ich rufe dich gleich zurück. Ja. Am Samstag war der 14. August, ne? Heute ist der 16., also war Samstag der 14. Ja. Hm? Weißt du, was da für ein Tag war? Ja. Ja? Ja. Samstag. Ein Hans Grade bedingter Tag. Ja, da ist nämlich Hans Grade hier in Borkheide erschienen, samt zwei Containern oder Zügen voll mit Equipment, Flugzeugen und dergleichen mehr. Das heißt, tatsächlich ist er vor 112 Jahren am 14. August hier in Borkheide aufgeschlagen und ist schon eine Woche später hier geflogen. Vor 112 Jahren. Da gab es nur sieben Hansels hier in Borkheide und eigentlich hat Hans Grade dann den Aufschwung von Borkheide mit zu verantworten gehabt, weil dann sind immer mehr und mehr und mehr und mehr Leute hergekommen. Und deswegen existiert ja auch noch das Hotel Fliegerheim, wo der Stefan Rüde-Mösentin und der Toni und die ganze Familie da drinnen immer noch fleißig rumwirbeln. Michaela. Die Michaela gehört dazu und ja, und so manche. Und das Team. Und das Team. Und
Dann gibt es natürlich am 23. Oktober auf dem Marktplatz eine Veranstaltung von 14 bis 17 Uhr. Die kommt vom Hans-Grade-Verein in Kooperation mit Rudi Lapön. Und zwar wird dort das 1:1-Modell der Libelle vorgestellt, mit der Hans gerade hier am Anfang noch geflogen ist und mit dem er auch den Landkreis der Lüfte gewonnen hat. Denn durch Zufall stand so ein Modell in Schmallenberg, Renneberg. Hat er geflogen und dieses Modell, ja, der hat damals 40.000 Reichsmark gewonnen. Damit 40.000 Reichsmark, das war viel Geld damals. Genau, und dieses Modell, dieses 1:1-Modell, hat der Hans-Grade-Verein aus der Fluggemeinschaft aus Rennefeld geholt. Die hatten den Flieger, das ist ein Flugplatz. Renneberg. Rennefeld. Renneberg. Nein, Rennefeld habe ich doch mal aufgeschrieben. Renneberg gab es nicht. Wir haben da uns unterhalten mit am Sonntag. Na gut. Rennefeld heißt das. Na egal. Egal, jedenfalls hatten die so ein Modell stehen. Ja, das ist jetzt noch auseinandergebaut, wie ihr hier sehen könnt. Die Flügel sind noch ab und alles. Aber das Modell ist jetzt nach Borkheide gekommen, weil die wussten gar nicht, dass Hans gerade hier in Borkheide gewirkt hat. Die eigentlich, ja, da hatten die überhaupt gar keine Verbindung dazu. Aber der Hans-Grade-Verein hat gesagt, wenn dieses Modell irgendwo hinkommt, dann natürlich hier nach Borkheide, weil hier ist die Heimstatt von Hans gerade gewesen. Hier hat er gearbeitet, hier hat er gelebt und hier ist auch gestorben. Und liegt hier auf dem Friedhof und deswegen muss dieses Modell hierher und das wird halt noch zusammengebaut und darf dann bestaunt werden am 23. Oktober. Und da bringt der Rudi auch seinen schönen Rennwagen hier, jetzt habt ihr auch nochmal ein Bild davon, mit und da kann man sich auch den nochmal angucken. Ja, das dazu noch, kommen noch ein paar andere Veranstaltungen, glaube ich, aber mehr habe ich gar nicht auf dem Plan momentan. Habe ich hier noch was? Nee. Gut, so viel erstmal zu dem Hans-Grade-Verein. Jetzt kommen wir nochmal zum Waldbad. Da wurde das Wasser abgelassen, habe ich gehört. Ja, im Kleinkinderbecken zum Reinigen gestern Abend. Ja. Das ist ganz normal, weil muss ja auch mal sein. Nein, da gab es noch ein bisschen mehr im Waldbad die letzten zwei Wochen. Unser erster eigenorganisierter Seepferdchenkurs hat stattgefunden. Und was soll ich jetzt hier viel erzählen? Lass mal mich doch mal erzählen. Ja, erzähl mal. Kuckuck und hallo aus dem Waldbad. Ja, was war hier eigentlich los die letzten zwei Wochen? Enrico, wie hat eigentlich das mit diesem Seepferdchenkurs alles angefangen? Federführend, sage ich mal so, war meine Frau. Die hat ein paar Anrufe gekriegt wegen Kinderausbildung Seepferdchen. Meine Frau hat dann deine Frau irgendwie infiziert. Und deine Frau wusste ganz genau, welche Knöpfe sie bei mir drücken musste, dass ich mich darum kümmere. Und hat sie Kontakt zu Marcel hergestellt, meiner Janine. Und wir haben dann wieder telefoniert und Marcel hat sich richtig doll ins Zeug gehangen und hat geguckt, dass wir das auf die Reihe kriegen. Gute Sache. Ja, ist bei mir auch irgendwo zwischendurch angekommen, deswegen haben wir das auch bei uns im Waldbadvorstand reingetragen. Marcel, einfach mal schnell Seepferdchenkurs machen. Ja, kann man machen. Kann man machen, ne? Ja. Kann man machen und vom Waldbadvorstand, ich bin ja wieder in Doppelposition heute, vom Waldbadvorstand euch beiden auch erstmal ein herzliches Dankeschön, dass es A, so kurzfristig und auch B, professionell geklappt hat. Machen, durchziehen, fertig. Ja, wir haben jetzt im Moment die Quote nach zwei Wochen. Wir haben 40% Abschluss. Ich denke mal, wir werden das noch ein paar Tage verlängern, wo die Eltern dann unbedingt ins Wasser gehen. Ich denke mal, 3-4 Abschlüsse werden wir noch hinkriegen. Naja, also auf jeden Fall. Wieder ein paar Kindern das Schwimmen beigebracht. Genau. Gegen den Ertrinkungstod, sagen wir es mal ganz einfach. Weil Schwimmen ist wichtig. Schwimmen lernen ist noch viel wichtiger. Dankeschön nochmal und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr an dieser Stelle hier wiedersehen. Ich würde dann auch gerne nochmal noch einen Dank loswerden an unsere ganzen Helfer, weil ohne die Unterstützung vom Waldbad hätten wir es auch nicht hingekriegt. Genau. Ganz einfach. Johann, Jakob, Anna auch, Flori, Robert, Janine. Deine Frau. Ja, hatte ich schon. Marcel. Ja. Und alle. Enrico. Super. Und auch, wie gesagt, eure Familien, die euch auch hier quasi den Rücken frei halten. Ne? Wenn ihr im Waldbad. Alles bereitgestellt. Ja, machen wir. Gerne. Für so eine Aktion immer wieder. Tschüss von hier und... Nächstes Jahr gerne wieder. Ja. Tschüss von hier. Ciao. Ciao. Tja, guck, ist er wieder komplett durcheinander mit dem Reden hier. Also ist alles schlimm. Ist ein bisschen chaotisch, aber okay. Ja. Ja, jo. Ja, aber man muss nochmal lobend erwähnen, da noch nicht alle ganz fertig waren nach den zwei Wochen, aber doch noch Erfolge möglich sind, sind die Trainingseinheiten in diese Woche rein noch ein bisschen verlängert worden. Also ein bisschen wird den letzten Schwimmkindern auch diese Woche nochmal durchs Wasser geholfen.
Bei also den Temperaturen hier. Danke fürs Organisieren nochmal. Herzlichen Dank aus dem Waldbad, auch vom Vorstand. Und danke auch nochmal an alle Beteiligten, die dort mitgemacht haben. Genau. Und toi, toi, toi an die Kiddies, die dort ihr Seepferdchen machen. Hast du eigentlich schon ein Seepferdchen gemacht? Nein. Kannst du nicht Seepferdchen reiten? Ich kann kein Seepferdchen. Doch, ich könnte es vielleicht machen. Ja. Mhm. Du hast ja gesehen, der Marcel hatte ja auch ein schönes T-Shirt an. Ich glaube, der hat sein Seepferdchen auch gemacht die Woche. Mhm. Hast du gesehen, links den Marcel mit seinem Seepferdchen-T-Shirt? Kann ich hingucken. Willst du gar nicht hingucken. Ja. Ja, okay. Gut, dann kommen wir jetzt noch schnell zum Wetter. Ich muss noch ein bisschen arbeiten heute mal zu. Bei mir wächst gerade alle zu. Ach, das ist mir, also habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn du noch arbeiten musst. Wetter, ich bin so gedacht. So, also erzähl. Regen Wetter. Hast du angesagt. Ja, das müsste gleich los. Es geht los, Chaka, auf den Punkt. Na, eigentlich. Ich habe gesagt, 17 Uhr regnet es. Naja, mein Werkzeug zusammengeräumt habe. Und 18 Uhr regnet es noch ein bisschen doller. Und dann hört es aber um 9 Uhr wieder auf. Und diese 2-3 Literchen, die heute hier runterkommen, sind für uns nicht der Rede wert. Temperaturen hier auf und nieder immer wieder. Tag knickt es runter und danach geht es aber langsam hoch und dann wieder runter. Ein bisschen mehr Bewölkung am Donnerstag, am Freitag und zum Wochenende sieht es doch mit 24 Grad wieder ganz schön aus. Das ist genau meine Wunsch-Sommertemperatur. Mit viel Sonnenschein am Wochenende. Da könnten wir eigentlich mal wieder grillen, oder? Wir haben dieses Jahr noch nie gegrillt. Kann das sein, dass wir noch nicht, wir haben dieses Jahr noch nicht zusammen gegrillt? Überleg dir das mal. Doch. Wann denn? Muss ich nachgucken. Oh ja, da war schon was. Alles klar. Nee, dann sollten wir, aber ich hab ja schon wieder einen Termin am 21. zusammen. Oh. Ist immer irgendwas, wir kommen jetzt so nicht mehr hier. Ja, also im Moment, also vorher mal rumgejammert, wir haben nichts zu tun, jetzt rennen wir von einem Termin zum anderen, oder? Ja, bist du selber schuld. Ich habe Samstag Disco gemacht, habe ich gefragt, kommst du mit, hast du ja gesagt. Selber schuld, hättest du auch zu Hause rumliegen können. Ja. Nächste Mal, ne? Nächstes Mal liege ich zu Hause. Nächstes Mal liegst du auch wieder nicht zu Hause. Da brauche ich nicht bei einer Disco mit dem Tisch auf dem mit dem Kopf auf dem Tisch liegen. Mir haben die Finger wehgetan vom Lichtorgelspielen. Ja, sehr schön. Hat doch fein gemacht. So, dann sind wir eigentlich durch für heute. Ne? Ja, genau. Da trocken sie nicht auf der Scheibe. Es ist windig wie Sau. Aber okay. Unangenehm. Wir wünschen euch trotzdem eine wunderschöne Woche. Lasst euch das Wetter nicht auf den Kopf fallen. Passt auf, dass euch der Geist immer offen bleibt. Ich habe nämlich ab und zu mal Frust. Manche muss mich doch mal rausholen aus dem tiefen Loch. Ja, wenn so alles, weil so alles über mich zusammenschwappt und ich nicht weiß, wo ich zuerst hin soll, geht es. Und ansonsten, wir wünschen euch eine geile Woche. Ferien sind ja eh zu Ende. Wir sehen uns spätestens nächsten Montag wieder bei Matze. Ja. Hier vor der Kamera nehme ich stark an. Und dann demnächst mal live. Ich komme wieder her. Ja. Live bei den nächsten großen Feiern überall hier. Ja, die geht ab September. Wir haben noch 3 Wochen zum Anlauf holen. Ja, das war's. Wie immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss.